Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor ein paar Tagen hatte ich mir diese Limited Edition gekauft von Essence Cute as Shell. Da habe ich mir unter anderem diesen Nagellack mitgenommen. Dann gab es hier noch diesen Blushleiter, dann diesen Lippenbalsam und die Nagelsticker. Heute möchte ich die Nägel mit diesem Nagellack lackieren und ganz einfaches Nageldesign machen. Also einfacher geht es wirklich nicht, denn mit den Nagelstickern, die wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ich finde die Farbe sehr hübsch, die passt auch sehr gut jetzt in den Sommer. Und ja, meine Nägel habe ich vorbereitet und zwar wie immer mit diesem P2 8-in-1 Nail Wonder. Den benutze ich wirklich momentan nur. Und wie gesagt, diesen Nagellack verwende ich jetzt. Ich denke mal, der braucht bestimmt mindestens 2 Schichten. Ich vermute mal, dass der schier ist. Und ja, fange jetzt direkt an zu lackieren. Und viel Spaß beim Anschauen. So, das ist jetzt eine Schicht, die ist wirklich sehr schier. Sieht man besonders hier am Ringfinger. Da muss ich auf jeden Fall oder möchte ich auf jeden Fall noch eine Schicht drauf machen. Das lasse ich erstmal trocknen und dann kommt dann noch eine Schicht drauf. So, das lasse ich jetzt erstmal richtig gut durchtrocknen und dann kommen gleich die Nagelsticker noch drauf. So, und jetzt werde ich mir diese schönen Nagelsticker aufkleben. Die sehen so aus. Das Packaging finde ich auch total süß. Die Folie hier mit den Stickern ist einfach hier nur so reingeklemmt. Aber ich finde das trotzdem sehr hübsch hier mit der Muschel. So, und jetzt gucke ich mal. Ich finde das wirklich sehr hübsch. Ich werde auf jeden Fall diese Muschel, die Muschel mit der Muschel, das sieht man ja so schlecht. Dieses Motiv werde ich auf jeden Fall aufkleben. Das finde ich sehr süß. Das klebe ich mir mal hier drauf. So. Genau. Klebe ich mir mal hier auf den Ringfinger. Das macht doch direkt was her, oder? Das sieht so süß aus. So sehen meine Nägel jetzt aus. Ich finde die total süß. Also die Nagelsticker von Essence aus den LEs, die sind sowieso immer sehr zu empfehlen. Auch die, die in der Standardtheke immer sind. Ich kaufe die sehr gerne. Ich kaufe die eigentlich meistens in doppelter Ausführung, weil ich die wirklich super finde. Und ich finde das immer schade, wie jetzt hier zum Beispiel. Hier habe ich jetzt schon einige verwendet. Und ja, finde das halt schade, wenn ich nicht noch welche ja, als Backup quasi habe. Und ja, ich finde die Nägel richtig schick. Da kommt jetzt noch ein Topcoat drauf. Und ja, dann sind wir auch schon fertig. Ein total schnelles Nageldesign. Einfach die Nägel lackieren und mit Sticker bekleben. So. Achso, hier verwende ich jetzt den von Shiner Glaze Gotta Go Topcoat. Das ist ein schnell trocknender Überlack. So, dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Ich freue mich über ein Däumchen nach oben. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und ja, sei beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.